Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen im Jahr 2014. Und zu einer weiteren Folge Hero. Meine Upload-Sperre ist vorbei und wir gehen jetzt direkt auf den Server. Es ist ein Spieler drauf. Ich habe heute keine Facecam, weil ich von gestern so zerstört und kaputt bin. Bitte entschuldigt das, dafür erzähle ich euch heute ein bisschen was. Oh, komme. Dafür erzähle ich euch ein bisschen was über Silvester. Und wähle heute den König. Hast du schon gewählt? Heute ist nämlich auch die Wahl, da wählen wir. Mache ich auch gleich. So. So. Also, heute. Oh Gott, ich bin so. Ich bin wirklich, also fertig. Fertig wie sonst noch was. Wir werden so ein bisschen an der Arena schustern. Herz von Milchbubi. Wir werden ein bisschen an der Arena schustern. Damit die noch ein bisschen besser zur Stadt passt, kommen jetzt auch so Cobblestone-Elemente rein. So wie bei den Häusern hier. Und dabei erzähle ich euch ein bisschen was. Und am Ende wähle ich den König. Den neuen. Also ich wähle den halt den neuen zukünftigen vielleicht König. Soll ich einfach hier so ein Ding hinsetzen? Einfach so? Einfach so, ja. Einfach so. Ich weiß nicht. Mal gucken. Gucken wir uns mal an, wie das so wirkt. Ja, doch, 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 schon ein schöner Farbkontrast. Das wird schön. Ja, also Silvester. Katie war ja hier schon einen Tag vorher. Sie ist immer noch hier. Hallo, Katie. Die hört es, die hört mich nicht, weil die Kopfhörer hat. Katie. Dann. Ja, sind wir gestern halt zusammen dann losgefahren zu Dena. Wir haben bei Dena Silvester gefeiert und Dena hat sich extra für Silvester eine Wii U geholt mit ja, WarioWare U, dieses Malspiel, was sie auch bei Wii Play gespielt haben und Nintendo Land. Das haben wir dann auch gespielt, aber vorher haben wir Super Smash Bros. Gespielt, Super Smash Bros. Melee, weil Super Smash Bros. U gibt es ja noch nicht und dafür habe ich meine Wii mitgebracht und da habe ich erstmal gegen Taddle Super Smash Bros. Gespielt und es hat einfach so Spaß gemacht. Ich liebe Super Smash Bros. Ja, ne? Wenn es Super Smash Bros. U rauskommt, dann werde ich das auf jeden Fall auf meinem Kanal hochladen, weil ich finde Super Smash Bros. Ist einfach, gehört einfach zu den geilsten Spielen überhaupt. Oh, ich habe kein Werkzeug dabei, fällt mir gerade auf. Ist einfach geil und mit coolen Leuten zusammen zu spielen ist richtig, also richtig geil. Oh. Und ja, dann haben wir halt Super Smash Bros. Gespielt. Und dann haben wir danach noch ein bisschen YouTube-Videos Just for Fun aus Scheiß geguckt. Und dann sind wir erst, haben wir gemerkt, es ist schon 23:30 Uhr oder so. Und wir müssten ja von Dena noch nach Köln, weil das Feuerwerk ja, also wir wollten halt nach zum Rhein. Und haben wir dann voll die Zeit verschätzt. Also wir haben halt so viel Spaß gehabt da, dass wir überhaupt nicht die Zeit im Auge hatten. Und dann mussten wir mit der S-Bahn fahren. Und wir wären eigentlich auch pünktlich gekommen, aber die S-Bahn hatte Verspätung, weil wegen Silvester irgendwo in Köln so eine Brücke gesperrt war. Deswegen musste die S-Bahn anders fahren und so eine Scheiße. Und dann sind wir einfach um 0 Uhr, ja, gerade so da rausgekommen, aber nicht direkt am Rhein, sondern an so einem Platz, wo, also auch eigentlich ein belebter Platz, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, jetzt weiß ich nicht. War es Heumarkt? Nee, Heumarkt nicht. Ich kenne mich noch nicht so aus in Köln. Ich ziehe ja weiter hin, aber ich kenne mich noch nicht so aus. Auf jeden Fall dachten wir, okay, da können wir auch gut das Feuerwerk gucken, also so zum Einklang. Da war aber nichts los. Und dann sind wir von da aus dann zu Fuß zum Kölner Dom gelaufen und es war voll weit. Und da waren so viele lustige Sachen passiert, jetzt sehe ich es gleich. Auf jeden Fall, oh, hier gibt es ganz viel Stone, aber ich will kein Stone, ich will Cobblestone. Und ich will Werkzeug. Auf jeden Fall, Efficiency. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich suche sonst noch Cobblestone, weil ich kann mich nicht so gut da konzentrieren. Ich glaube, Cobblestone müsste auch in der Baukiste sein. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da erstmal das Video aufgenommen. Das habe ich gestern hochgeladen. Also dieses kleine hingekackte Video, wo wir halt nur. Ich habe meinen Stab weggeworfen. Ja, aber wo ist er? Da. Hallo, Stab, lass mal. So,
Aber hier ist gar keine Cobblestone drin. Und das macht mich sehr traurig. Oh, oh. Ich brauche Cobblestone. Es muss auch sein, es kann auch nicht sein, dass wir kein Cobblestone haben. Es ist. Aber ich bin zum Beispiel nicht so der Cobblestone-Mensch, weil ich nicht so viel gegraben habe. Aber ich glaube, Rotpilz hat ja sein ganzes Haus unten ausgegraben. Der müsste viel Cobblestone haben. Ich guck mal. Cobblestone, ja. Weil ich habe ja nicht so viel, ich habe ja nicht so viel, das denke ich mal auf jeden Fall okay. Also, falls nicht, dann grabe ich ihm neues Cobblestone raus. Aber bei so einer großen Menge ist es bestimmt okay. Ich habe ja nicht so viel bis jetzt, gegraben. Ich war ja nur auf Dungeon-Touren. Und so, weiter geht's. Auf jeden Fall waren wir an diesem Platz da, haben dann dieses Video noch aufgenommen. Das Feuerwerk war noch ein Stückchen weiter weg, aber war trotzdem ganz cool. Das Wichtige war halt, dass wir schön zusammen da bei Silvester waren. Und ja, dann sind wir halt losgegangen von da zu dem Platz, haben halt die ganze Zeit auf dem Weg Faxen gemacht und so, weil so lustig. Und dann sind wir halt schon fast da gewesen. Und dann sind wir auf so einem öffentlichen Platz gewesen, kurz vorm Kölner Dom. Und auf einmal, wir stehen so mitten auf so einem Platz. Und auf einmal fällt so eine Rakete aus so einem Glas um und fliegt genau auf uns zu. Das war echt, wir haben vorher noch drüber geredet. Diese ganzen Knaller und so, ist ja wie im Krieg und so. Leute, die im Krieg waren, die haben bestimmt voll die schlechten Erfahrungen, wenn es hier so die ganze Zeit knallt und so. Und auf einmal fliegt so eine Rakete auf uns zu. Und Adi und Tadl, also die sind, also die hat mich so ein bisschen am Bein erwischt, war halt nicht so schlimm, ich bin nur weggesprungen und denen auch. Wir haben es halt so, wir haben es halt noch so gut überstanden und Adi und Tadl haben es dann voll, also die sind irgendwie direkt neben denen ist die explodiert, also oder fast bei denen direkt. Und die haben dann gesagt, oh, ich höre nichts mehr auf meinem Ohr und so. Also war richtig krass und die, direkt so Todesängste. Und Adi hat dann so richtig Todespanik. Die hat dann gesagt, oh, lass uns jetzt schnell nie mehr auf den öffentlichen Platz gehen und so. Also es war schon krass. Dann dieses Holz hier müssen wir noch einbauen. Aber ja, machen wir auch das Holzbaum noch ein. Und das gibt es auf jeden Fall in der Kiste da hinten. Oder? Ja, und dann, hier ist das Holz auch nicht. Das ist echt, oh, ist echt seltsam. Mann, die ganzen Baumaterialien sind nicht hier. Und auf jeden Fall, was, oh scheiße, mein Flugstab ist weg. Ich habe auch keinen zweiten Ersatzflugstab. Nein. Ich laber hier ohne Punkt und Komma. Naja, so. Kurz Flugstab holen. War auf jeden Fall krass. Also wir hatten dann halt, waren wir dann bis beim Kölner Dom, haben doch da den Rest angeschaut und es hat ja fast eine Stunde lang oder auch mehr hat es ja dann da geknallt. Und am Ende haben wir überlegt, oh, wie kommen wir jetzt nach Hause, weil es waren so viele Menschenmengen da in Köln mittendrin. Und dann dachten wir so, boah, scheiße, ey, jetzt auf die S-Bahn wieder ewig warten oder was, weil da hat die irgendwie, die stand da erstmal 10 Minuten lang fest und ist nicht weitergefahren. Dann haben wir gesagt, suchen wir jetzt ein Taxi und dann haben wir versucht, Taxen anzuhalten. Aber die haben wir alle schon reserviert und die so, nee, wir sind schon reserviert. Und dann haben wir so oft so Taxen angehalten, die aber keinen Platz für 5 Leute hatten, weil wir waren ja zu 5, ne? Also Katie, Tadl, Adi, ich und Dena. Und da mussten wir ein Großraumtaxi haben, haben es aber nicht geschafft, ein Großraumtaxi aufzutreiben in der Zeit. Dann sind wir wieder auf die andere Seite gegangen, sind wir wieder zu einer anderen S-Bahn-Station gegangen, ja. Und dann sind wir halt langsam nach Hause gefahren. In der S-Bahn haben wir noch richtig Krawall gemacht. Da habe ich auch ein Instagram-Foto hochgeladen, wo ich Tadl die Ruby Bubble-Flasche gegeben habe. Und dann hat er erstmal so einen auf Säufer gemacht. Also falls ihr solche Sachen sehen wollt, könnt ihr auch auf Instagram gerne vorbeischauen. Da habe ich auch einfach ungespielt. Ich suche gerade den Flugstab, aber ich bin irgendwie zu blöd, den zu finden. Ich habe doch voll viele Flugstäbe gemacht. Warte mal. Da oben drin? Ja, bestimmt da oben drin, aber da komme ich jetzt nicht hoch. Ah, weißt du was? Da mache ich einfach einen neuen Flugstab und denke mir einfach, was kostet die Welt? YOLO. Was kostet die Welt? YOLO, YOLO. Swag, swag, swag. Nee. Doch. So. Mats für Stäbe. Zack, 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 zack. So. Und den Flugstab gehen wir jetzt noch schnell verzaubern. Und dann läuft. Dann können wir weiterbauen. Bui, ui. Ja. Und wir hatten viel zu viel Chips, aber viel zu wenig Getränke ist uns aufgefallen. Aber das ist jetzt auch nur Nebensache. Also wir hatten richtig viel Chips geholt. Und für alle Leute, die gestern geschrieben haben,
bei dem Video, was ich hochgeladen habe, ich habe gestern so ein ganz kleines Silvester-Video gesehen, das heißt einfach nur 2014, habe ich hochgeladen und dann haben Leute geschrieben, Simon, du warst auch schon leicht angetrunken und so. Also ich habe den ganzen Abend nichts getrunken, weil ich musste am Abend, also beziehungsweise am Abend, ey, wir sind morgens um 9 Uhr oder so zu Hause angekommen, 9 Uhr morgens, bis um 8.30 Uhr sind wir weggefahren. Was wollte ich eigentlich hier machen? Ich wollte verzaubern. Und ja, ich hätte auch was trinken können, wäre ich schon wieder kein Alkohol sozusagen gehabt und so, aber ich trinke generell nichts. Ich hatte Rubby Bubble dabei, hab mir gedacht, yeah, Rubby Bubble, was läuft? Ey, was geht? Und das war auch geil. War geil. Ja, war geil. So. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir haben generell so gut wie nichts getrunken. Also, wir haben echt, also, weiß nicht. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn man an Silvester Alkohol trinkt. Ich will jetzt auch keinem hier irgendwas vorwerfen, so, oh, ich trinke Alkohol und so, aber wir haben echt nichts getrunken. Wir hatten eine, also wir hatten im Vorfall zwei Flaschen Sekt, also so halt wegen Silvester anstoßen, Sekt und siehst das. Die eine Flasche Sekt haben wir halt mit 5 Leuten getrunken. Das war für jeden, also für jeden, der es getrunken hat, ein halber Plastikbecher, den wir dann mitten halt, ja, verteilt haben. Und dann hatten wir auch eine Flasche roten Sekt, den wir gar nicht mal aufgemacht haben. Ja, also wir haben wirklich nichts getrunken. Aber die Rubby Bubble Flaschen haben wir alle gekillt, weil wir richtig harte Boys sind. Richtig harte Boys. Ja. So, jetzt weiter geht's hier im Konzept. Soll ich jetzt 2 Lagen Holzstein machen? Ich guck nochmal ganz kurz da unten, wie die Häuser so aufgebaut sind. Ja, die sind so mit Treppen und so. Ich glaube, ich mache da auch so Säulen hin. Ja. Die Arena muss ja vom Stil her an die Stadt angegliedert werden. So, Steinsäulen. Ich könnte die Steinsäulen ja quasi an jeden Eckpunkt machen, aber ich weiß nicht, ob das dann zu scheiße aussehen würde. Also hier so zum Beispiel. Das wäre der Mitteleckpunkt. Und dann nochmal hier. So. Und dann nochmal. Nö. Immer nur jeder zweite Eckpunkt. Keine Ahnung. Jeder Eckpunkt wäre krass. Wäre zu krass, glaube ich. Wäre zu krass. Keine Ahnung. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich mache erstmal diese Wand hier. Erstmal mache ich jetzt diese Wand hier. So, dann gucken wir erstmal an, wie es aussieht. Das alles in dem Stil der Stadt zu bauen, ist gar nicht so einfach. Also die Säulen sind hier und hier sind immer zwischendurch so eine Säule und dann haben die das Horns. Ob ich das mit der Arena vereinbaren lasse? Okay, das sieht schon mal verranzt aus. Das sieht schon mal hässlich aus. Das sieht schon mal richtig kacke aus. Also wenn, müsste ich die Säule hier wegmachen oder ich müsste hier die Säule noch hinmachen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Entweder die Säule hier noch hin oder die andere Säule weg. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich die Säule jetzt hier noch hinmachen würde, was aber wahrscheinlich einfach zu viel ist und deswegen kacke aussehen wird und deswegen wieder abgerissen wird. Aber wir gucken einfach mal. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Ja, war auf jeden Fall allen richtig cool. Also als wir dann wieder nach Hause gekommen sind, haben wir, wie gesagt, so Nintendo Land gespielt und so, wie you, haben halt gelabert. Wir haben richtig viel erzählt. Also wir haben so richtig, eigentlich haben wir mehr gelabert als gespielt. Am Ende haben wir eigentlich gar nichts mehr gespielt. Wir haben die ganze Zeit nur gelabert über so alte Geschichten und so. So, wir haben uns so Geschichten erzählt. Ja, was ging da und was ging da und bla und so. Und alles so mögliche. Wir haben es einfach so die ganze Zeit, ja, so Stories erzählt. Das war echt cool. Also wir haben voll viele Stunden einfach nur gelabert. So einfach echt so ein super chilliger, cooler Silvesterabend und hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ich in Köln wohne, dann kann man sowas einfach regelmäßig machen mit so coolen Leuten. Das ist einfach cool. Einfach cool. So, das sieht echt nicht schön aus, oder? Ne. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Eigentlich, es geht eigentlich. Also es ist so ein bisschen gefächert. Das Problem ist, hier sind alles immer so eine Reihe frei und hier sind plötzlich dann 2. Was soll das, ey? Sie kassieren Hartz IV doch von Lambo, ey. Werden nach CB-Flaschen zu Rambo, ey. Aber vielleicht sieht es gut aus, wenn es konsequent weitergemacht wird. Oh. Ich mache einfach mal noch eine Wand, damit man es besser einschätzen kann. Habt ihr es gesehen? Das war Movement. Movement. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wen werde ich als König wählen? Wen werde ich als König wählen? Ja, das fragt ihr euch. Ich werde
niemanden wählen, den ich schon mal gewählt habe. Und ich habe schon mal. Hä? Hä? Ach nein. Hä? Hä? Hoho. Ho. Ich habe schon mal. Ja, wen habe ich schon mal gewählt? Ich habe schon mal. Gomme gewählt. Und ich habe schon mal Tim gewählt. Und deswegen wähle ich heute wieder jemand Neues, wen ich noch nicht gewählt habe. Und hier habe ich auch schon eigentlich. Habe ich eigentlich schon den ganzen Monat vor zu wählen. Und wer es sein wird, das erfahrt ihr gleich. Ich baue erst noch kurz diese Wand hier fertig. Da, 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 da. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von dieser Arena. Arena. Macarena, Macarena, Macarena. Ey, Macarena. So. Okay, was los? Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt ja einfach mal schreiben, wie habt ihr Silvester gefeiert? Habt ihr viel getrunken? Oder habt ihr nichts getrunken? Oder habt ihr viel Böller geknallt? Wir haben übrigens keinen einzigen Böller geknallt, obwohl ich das erwartet habe, weil Dena. Sowas ist eigentlich total Denas Ding. So Böller knallen. Hä? Warum ist das jetzt. Warum ist das jetzt so verzogen? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Hä? Ist das echt. Ist das auf der gleichen Höhe? Ist das hier? Und das hier auf der gleichen Höhe? Ja. Auf der gleichen. Hä? Warum ist jetzt hier ein Stein davor? Soll ich den Stein einfach wegmachen? Ja, ja. Das ist einfach ein Kackstein, der ist falsch. Das ist einfach ein falsch gesetzter Stein und der hat mich irritiert. So. So, jetzt gehen wir mal hier hin und gucken uns mal die Arena an. Ja. Ja. Wird noch mit Feinheiten verziert und so. Ist jetzt nicht noch nicht das Wahre vom Ei, aber es geht schon in eine gute Richtung. Es. Hier kommt noch so vielleicht Fenster, also nicht Fenster, aber hier kommt auch irgendwas. Da oben drüber kommt auf jeden Fall eine Glaskuppel. Wobei hier, es geht eigentlich, ne? Es geht eigentlich. Wird dann auch ein bisschen dekoriert und schöner gemacht, dann passt es. Auf jeden Fall wird es von den Farben her so wie die Stadt. Und das ist halt das Wichtige, so. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Sandstone, der passt überhaupt nicht zum Rest. Naja, ihr könnt aber schreiben, wie ihr es bis jetzt findet. Und ob ich vielleicht, also ob ihr vielleicht Änderungsvorschläge für die Mauer habt und so. Schreibt es einfach mal rein. Ich gehe jetzt den König wählen. Und dann läuft. So. Der König muss jetzt gewählt werden. Ich war der Weihnachtskönig und jetzt gibt's den Neujahrskönig. Und der Neujahrskönig. Der Neujahrskönig. Wie viele Level braucht man? Oh, man braucht zu viele Level, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Man braucht zu viele Level! Scheiße! Ah, gut, dass es noch nicht so spät ist, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, hier Level zu machen. Ich gehe jetzt einfach bei Tim rein und gucke, ob der eine XP-Bottle hat. Oder ein paar. Ich gucke jetzt. Ah, oh, scheiße, mein Stab. Ach man, Tim. Gib mir einfach eine XP-Bottle. Oh, jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe, glaube ich, zu Hause keine mehr. Ach, wie mache ich das denn jetzt schnell? Ich brauche nur 3 Level. Ah, nein. Komm schon. Der hat doch eine XP-Farm. Im End. Aber ich weiß nicht, ob die so gut ist. Ich glaube, ich gehe mal lieber schnell nach Hause und gucke mal, ob ich XP-Battles habe. Okay, jetzt muss ich beeilen. Jetzt wird es wieder so diese Situation, wo der Zeitdruck kommt. Toll, toll, toll. Ah, scheiße. Ey, komm. Das ist doch kacke, dass man 6 Level braucht zu wählen. Ich habe gerade nichts. Ich habe eine Idee, wie ich was... Ich weiß, oh, ich habe eine Idee, wie ich Level kriege. Ich entzauber einfach einen Gegenstand von mir. Extra für den neuen König entzauber ich jetzt vom Bogen was. Den muss ich eh runternehmen. Ich nehme einmal Punch runter. Ist Punch Rückstoß? Ja. Zack. So. Und was ist jetzt? Oh, was ist jetzt? Jetzt habe ich 11 Level. Läuft bei mir. So. Und heute ist nämlich dran. Dinner. Hui. Wer hat das gedacht? Zack. Okay. 4 Stimmen. Ich gucke an euch an, welche sind. Das wäre Spoilern. Und deswegen
würde ich sagen, geht's jetzt ab ins Ende. Ciao Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst die Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.